Herzlich willkommen zu diesem Workout im Sitzen, in dem wir unsere Knie stärken. Du benötigst heute, um mitzumachen, ein rundes Terraband. Also entweder du hast so einen Loop oder wenn du ein langes Band hast, machst du dir einfach einen Knoten hinein. Und du brauchst auch etwas zum Sitzen. Und zwar solltest du deine Hüfte ein klein wenig höher haben als deine Knie. Also vielleicht musst du dich nochmal auf ein Kissen setzen, so wie ich, dass deine Position passt. Wir legen unser Band um die Oberschenkel. Also legst dir so hin, dass es knapp oberhalb deiner Knie ist. Und wenn du ein breiteres Band hast, dann schau, dass es nicht so zusammengerollt ist, sondern möglichst breit, dass es dir nicht so arg einschneidet. Füße sind leicht geöffnet. Du sitzt aufrecht auf deinem Stuhl und nimmst jetzt ein Bein nach vorne. Ganz locker das Bein nach vorne nehmen. Und jetzt wollen wir erstmal hier den Oberschenkel aktivieren. Also du ziehst die Muskulatur hier zusammen, machst sie fest und löst wieder. Oberschenkelmuskulatur aktivieren, hier richtig gut aufeinander zuziehen die Muskeln und wieder lösen. Und während du hier so ein paar Mal deine Oberschenkel aktivierst, versuchst du deine Kniescheibe nach oben zu ziehen. Also dass auch das Knie aktiv mitarbeitet, denn das wollen wir ja heute vor allen Dingen stärken. Also sind alles gute Übungen, die du machen kannst, wenn du vielleicht abends vorm Fernseher sitzt und dann noch ein bisschen was tun möchtest. Zwei Stück noch. Und dann lösen. Jetzt gleite nach vorne, spanne wieder dein Bein an, so wie vorher. Und löse. Gleite nach vorne, wieder Oberschenkel anspannen, Knie nach oben ziehen und lösen. Einmal noch. Stell den Fuß ab, wir machen auf der anderen Seite weiter. Nimm dein Bein locker nach vorne und jetzt zieh wieder den Oberschenkel fest zusammen. Also aktiviere deine Muskeln und löse wieder. Und zusammenziehen. Lösen. Ja, dein Tempo hier. Knie wieder so ein bisschen aktivieren, mit nach oben ziehen. Während dieser ganzen Bewegungen, die wir heute machen, sitzt du immer aufrecht da. Also wenn du irgendwann mal merkst, dass deine Schultern sich nach vorne sinken oder dein Rücken rund wird, dann passe dir wieder eine gute Haltung an. Zwei mehr. Jetzt gleite mit dem Bein nach vorne, spanne dein Bein an und löse. Nach vorne, Knie anspannen, Oberschenkel anspannen und lösen. Letzter Durchgang. Stell den Fuß wieder ab, Füße sind wieder hüftbreit geöffnet und jetzt gehst du nach außen und wieder in die Startposition zurück. Also du möchtest deine Knie gegen das Band drücken. Passt ein bisschen auf, dass du nicht zu arg hier im Fußgelenk kippst, also nicht die Innenkante anheben. Deine Füße bleiben relativ gut am Boden stehen. Und vielleicht hast du ein etwas strafferes Band, das ein bisschen stärker ist als meins. Dann gehen deine Beine vielleicht nicht ganz so weit auseinander. Das ist vollkommen in Ordnung.
Hier kannst du auch schön deine Bauchmuskulatur anspannen, den Bauch nach innen ziehen. Kleine Pulses, bleibe außen mit den Beinen und federn, federn. Noch 8, 7, 4. Langsam das Ganze lösen. Wir kommen wieder in die Mitte zurück. Nehmen jetzt unser Band nach unten an die Füße. Also stell dich mit den Füßen auf und dann nimmst du ein Bein zum Arbeiten als nächstes. Und zwar, wir ziehen unser Knie nach oben, strecken das Bein nach vorne aus, beugen es wieder und stellen ab. Dann die andere Seite, Knie hoch, strecke, beuge und abstellen. Wenn dir das Band unten so ein bisschen wegschlupft von den Füßen, kannst du es auch oben an den Oberschenkeln so wie vorher lassen. Ja? Oder kurz anhalten, Schuhe anziehen. Wenn du rutschige Socken hast, ist es ein bisschen schwieriger. Zieh hoch, strecke, beuge und absetzen. Und selbstverständlich, wenn du dein Bein streckst, hier wieder, wie vorher, den Oberschenkel anspannen, das Knie ein bisschen nach oben ziehen, dass du auch tatsächlich die Muskulatur zum Arbeiten bringst. So, wir bleiben auf der gleichen Seite. Wir gehen hoch, strecken, ran und tief. Hoch, strecken, ran und tief. Und jetzt vor allen Dingen ist es wichtig, dass du ein bisschen höher sitzt, denn wenn deine Hüfte tiefer ist als dein Knie, dann schneidet es dir hier oben an der Leiste unangenehm ein, wenn du dein Bein anhebst. Zwei mehr. Wir wechseln auf die andere Seite, also zweites Bein hoch, vor, rück und tief. Zwei mehr. Gut, lass den Fuß wieder am Boden. Wir wechseln. Anderes Bein. Deine Zehenspitze zeigt nach oben zur Decke 12 Uhr. Und du gehst jetzt hoch und tief mit dem gestreckten Bein. Und hier definitiv gut aufpassen, dass du aufrecht sitzt, dass dein Bauch angespannt bleibt, denn sonst wirst du mir irgendwann hier in so eine buckelige Haltung gehen. Die letzten vier. Ich hoffe, du spürst langsam was. Ein letzter und wir lösen. Lass uns auf die andere Seite wechseln. Also wieder Fuß nach vorne, Zehenspitzen zeigen auf 12 Uhr und weiter geht's. Die letzten vier Stück. Stell den Fuß wieder auf den Boden. Wir wechseln nochmal auf unser erstes Bein. Dieses Mal Fuß ranziehen und die Zehen zeigen leicht nach außen. Du hebst dein Bein an und machst jetzt ganz kleine federnde Bewegungen. Spürst jetzt ein bisschen mehr an der Innenseite vom Bein als vorher. Noch 4, noch 3, 2 und wir lösen. Zweite Seite, auf geht's.
Zehen schauen ein bisschen nach außen und du fängst wieder an, hier zu federn. Vier noch, drei noch. Geschafft. Setz den Fuß auf den Boden. Nimm wieder dein erstes Bein nach vorne, halte es in der Luft und dann flex und point im Fußgelenk. Flex und point. Ja, wenn dir das Band wegrutscht und dich nervt, dann kannst du das Ganze auch ohne das Band machen. Zwei Stück noch. Stell den Fuß wieder ab, zweites Bein, komm nach vorne, Fuß ran und weg. Zwei mehr. Stell den Fuß wieder auf den Boden und wir wechseln ein letztes Mal und dafür können wir das Band jetzt auch wegtun. Heben die Ferse auf den Boden, also Ferse ist am Untergrund, der Fuß ist wieder schön rangezogen. Du sitzt aufrecht und atmest ein und mit dem Ausatmen aktiviere hier wieder alle deine Muskeln am Oberschenkel und dann drücke deine Ferse jetzt kraftvoll in den Boden hinein und löse wieder. Ausatmen, Ferse drückt gegen den Untergrund und du löst wieder. Drücken, ausatmen, locker lassen, zwei Stück noch. Ein letzter, ja, so als würdest du mit der Ferse ein Loch im Boden graben wollen. Wir wechseln auf unser anderes Bein. Einatmen. Ausatmen, drücke die Ferse kraftvoll gegen deinen Untergrund. Löse, der Fuß kommt wieder zurück. Kreise ein paar Mal deine Schultern, weil du jetzt vielleicht angespannt da gesessen bist. Ich bin sicher, wenn du die Übungen regelmäßig machst, dass deine Knie bald schon stärker sind, dass du dann gut zum Wandern gehen kannst oder zum Skifahren oder wofür auch immer du starke Knie benötigst. Und wir beenden unser kleines Workout mit drei tiefen Atemzügen. Lass uns über die Seite einatmen und aus. Einmal noch. Leg die Hände oben aneinander, zieh sie vor dich. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich freue mich über dein Like und wenn du zum Kanal subscribest. Und dann sehen wir uns bald wieder in einem anderen Training. Tschüss, deine Kerstin.